Bonjour Baguette Croissant und willkommen zurück zu Adobe Live. Schönen guten Morgen, Freunde. Oder Mittag fast schon. Ich hoffe, es geht euch gut und willkommen zurück zu unserem täglichen Stream hier auf Adobe Live mit Rufus, mit dem da. Hallo zusammen. Hallo Rufus und heute als unser heutiger Überraschungsgast, Moritz Adam Schmidt. Hallo Moritz. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr vor allen Dingen dabei seid. Wir gehen gleich auch nochmal gucken, wer da alles schon geschrieben hat. Wenn ihr noch nicht auf Behance seid und jetzt gerade auf YouTube zuschaut, kommt gerne rüber auf behance.net/live/de. Da habt ihr die Möglichkeit, mit uns und unserer super coolen Community zu chatten. Wir sind natürlich auch außerhalb vom Stream immer erreichbar auf Discord. Den Link, den posten wir euch gleich auch nochmal in den Chat rein. Aber ganz wichtig, wir sind täglich live. Also falls ihr jetzt erst zum ersten Mal zuschaut, nicht vergessen, jeden Tag um 11 könnt ihr uns sehen, Montag bis Freitag, für die nächsten Wochen, solange wir hier im Hausarrest sind. Egal, ob jetzt aus Italien, wie der Rufus, oder aus Berlin, wie ich, oder aus Köln, wie der Moritz. Richtig? Köln? Köln war richtig, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ich hoffe, ich habe schon gesehen, ein paar haben aus London schon eingeschaltet. Super cool, dass wir hier irgendwie bunt verteilt sind. Ich sehe jetzt auch hier Katrin, sagt guten Morgen aus Bielefeld, Rick ist da, Anna-Maria, Heinz und Sandra sagt hey, Fritz ist auch wieder da, schönen guten Morgen an euch alle, das wird super. Unser heutiges Thema ist nämlich Beauty und Fashion. Nein, natürlich nicht. Nein, es geht natürlich um, das kann euch der Moritz natürlich selbst sagen, aber um Illustration. Weiter zu dir, lieber Moritz. Vielleicht kannst du mal ganz kurz eine kleine Info geben, wer du bist, was du machst und genau. Ja, also, wie Daniel schon gesagt hat, ich bin Moritz, ja. Und ja, ich bin Illustrator. Mittlerweile kann ich es ein bisschen sicherer sagen. Ich glaube, als ich vor 2 Jahren bei euch war, war es noch Illustration und Grafikdesign oder irgendwie sowas. Mittlerweile ist es tatsächlich nur noch Illustration. Und ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen was zeigen kann. Ist gerade ein bisschen schwierig, weil hier ist mein Bildschirm, hier ist die Kamera, deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich irgendwie ab und zu euch nur mein Profil zeige. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich weiß nicht. Kannst du vielleicht ein paar Arbeiten von dir zeigen? Ich weiß nicht, von Behance oder deinem Instagram oder ich weiß nicht, wo du einfach deine Arbeiten hintust. Eigentlich auf beiden, sowohl auf Behance als auch auf Instagram, aber Instagram ist dann immer ein bisschen aktueller. Der Moritz war nämlich schon ein paar Mal bei uns auf Adobe Live, auf den normalen Streams tatsächlich, und hat auch schon ganz viele coole Projekte mit uns gemacht außerhalb von Adobe Live. Unter anderem das, was man bei Ihnen da im Hintergrund sieht, dieses coole große Plakat zur WM war das, glaube ich. Kann das sein? Ach, da im Hintergrund. Ja, das ist das genau. So WM Sketch the Match. Das war auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Hat mega Spaß gemacht und ging auch über viele Wochen. Also ich weiß nicht, ihr seht mein Screen, nehme ich an? Ja. Wunderbar. Ja, wir können ja mal kurz durchgehen. Normalerweise läuft nicht so viele Buchstaben. Im Moment, für die es von euch nicht wissen, läuft die 63 Tage Typografie-Challenge, wo ich dieses Jahr endlich mal geschafft habe, mitzumachen. Ich glaube, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre. In den letzten 2 Jahren wollte ich immer mitmachen und habe es irgendwie nicht geschafft. Und dieses Jahr war es soweit. Und darum wird es heute auch im Stream gehen, weil heute steht der Buchstabe W an und den muss ich später dann nach dem Livestream auch noch posten und da werden wir gemeinsam so ein bisschen dran weiterarbeiten jetzt in der nächsten Stunde. Die Petra sagt, das Klopapier-Hamster-Männchen ist ja übercool und Anna-Maria sagt, unglaublich schöner Stil. Vielen Dank. Super WM-Plakat hab ich bei euch gewonnen. Ah, okay, cool. Ah, Uli. Okay, sehr cool. Ja. Und also Anna-Maria, das Bild in meinem Hintergrund, das ist von Eric Spiekermann, von seiner Galerie in Berlin und das hat er mir einmal geschenkt, als ich dort war. Das war ganz lieb von ihm. Und das ist eben unser Motto. Alles wird gut. Yes! Gutes Motto aktuell.
Ja, was ich ja so cool finde bei Morris ist, wie gesagt, du warst ja auch schon öfter mal da. Das erste Mal, als ich mit dir, glaube ich, im Streamer war, vor so fast 2 Jahren, dass sich dein Stil natürlich auch über die 2 Jahre dann auch gewandelt hat und auch vieles weiterentwickelt hat, beziehungsweise du auch ganz viele neue Elemente mit reingenommen hast, was ich sehr, sehr schön finde. Ich erinnere mich noch, wir hatten damals, das war zu Ostern, also ziemlich genau vor 2 Jahren, glaube ich, hast du diese Osterhasenfabrik damals gemacht. Das war sehr, sehr cool. Irgendwo kommen. Ja. Warte mal. Hier sind die 3 Helden und der Osterhase. Die Osterhasen. Da, Happy Easter, ja. Yeah, genau. Das hattest du auf dem Stream gemacht. Genau. Nein, das ist eben, was so schön ist, auch so in einem Instagram-Stream zu sehen, wie dein Stil sich entwickelt hat in der Zeit. Und und wie du sagst, als du kamst zu uns, nanntest du dich noch Graphic Designer und Illustrator und jetzt sieht man wirklich, wie du deine Illustrationsleidenschaft als in den Höhepunkt bekommen hast. Das ist super cool. Ja, du hast ja damals auch viel mit Flat Design gemacht, ne? Das war ja alles eher so Flat Design, genau. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz das Osterbild groß machen. Dann kann man vielleicht nochmal den Überblick sehen, wie das jetzt damals war, sage ich mal, das erste Mal, wo wir zusammen irgendwie auf Adobe Live waren. Da sieht man es schon. Das ist ein bisschen anders sehr, sehr als cool. heute. Also, ja. Du hast halt sehr gerade Form. Sorry, ich will dir gar nicht ins Wort fallen. Erzähl du lieber. Ach, ich weiß doch, du redest gerne. Alles gut. Nee, ich hatte es ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon erzählt. Ich habe nicht Illustration studiert, sondern klassisch Design, Marketing, also hauptsächlich für Werbung, Kampagnen etc. Und habe mir das Illustrieren mehr oder weniger zufällig beigebracht. Weil ich dachte, okay, Adobe Illustrator braucht man auch, um in der Branche irgendwie bestehen zu können, und hatte dadurch überhaupt erst damit angefangen. Und damals war es dann tatsächlich alles Vektor und Flat Design. War ein sehr einfacher Einstieg und zu dem Zeitpunkt auch in Mode, würde ich mal behaupten. Und über die Jahre jetzt wird das irgendwann ein bisschen langweilig und hat sich dann entwickelt. Und einen Stil habe ich auch jetzt 2 Jahre später immer noch nicht so richtig gefunden. Es wechselt immer schwer durch. Aber ich stresse mich da mittlerweile nicht mehr. Also irgendwann ist dann vielleicht so weit, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Stil, damit fühle ich mich wohl und das kann ich dann den Rest meines Lebens machen. Aber im Moment langweile ich mich noch schnell und probiere deswegen immer gerne Sachen aus und verändere was. Und, ja, also deswegen mein Feed sieht ein bisschen chaotisch aus, weil es immer ein bisschen was anderes ist. Also ich glaube, so konstant. Das ist aber sehr, sehr cool. Also ich würde nicht sagen, es ist chaotisch. Ich würde eher sagen, das ist eine Wegfindung. Du suchst ja deinen eigenen Stil und was dir Spaß macht. Und das ist alles sehr, sehr wertvolle Experimentation, würde ich sagen. Ja, ich bin damit mittlerweile auch fein. Also es gab auch Zeiten, wo es eine leichte Krise für mich war. Weil es mal heißt, ja, man muss seinen Stil haben und bla bla bla. Mittlerweile nehme ich das aber nicht mehr für so wichtig, sondern ich mache mein Ding und mache das, was mir Spaß macht. Und solange ich davon auch noch ein bisschen leben kann, bin ich happy. So, mehr will ich gar nicht. Von daher ist das alles in Ordnung. Ja. Ja, Ruf sagt auch, wer 10 Jahre denselben Stil hat, ich kann das gar nicht nachvollziehen, man entwickelt sich doch. Ja, absolut. Vollkommen richtig. Ja, du hast ja auch einfach ganz viele neue Eindrücke auch von außen, ne? Oder auch ganz viele neue Inspirationen und Einflüsse, die ja auf dich einwirken und die man ja auch oft versucht dann in seine Illustrationen mit reinzubringen. Und das erkennt man eben auch gerade in deiner Wegstrecke über Instagram ganz gut, ne? Du hast verschiedene Etappen, du hast eben, wie gesagt, damals Flat Design, dann hast du zwischendrin, habe ich noch in Erinnerung eben auch gesagt, okay, ich probiere mal Fotografie mit Illustrationen in einem, dann hast du diese Little Worlds mal ausprobiert und eben das große WM-Thema und hier ein bisschen da, hat ein Porträt von dir mal in diesem Style gemacht, das hätten wir übrigens auch mal cool hier reinbringen können, ne? Das ist auch ein sehr cooles Porträt von dir als Illustration, was ich da eben gesehen hatte. Aber ja,
Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus und ich sehe es auch hier im Chat, dass die Leute das, was du machst, auch sehr, sehr zu schätzen wissen. Von daher. Freut mich sehr. Vielen Dank. Go for it. Sehr cool. Ja. Und was hast du uns denn heute mitgebracht? Was ich euch mitgebracht habe, das yes. B, wie schon angekündigt. Wir sind allerdings schon ein bisschen weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt im Moment täglich was macht, muss man ein bisschen vorarbeiten. Und wir haben ja jetzt heute leider auch nur eine Stunde, wo wir nicht so richtig viel schaffen werden. Deswegen kann ich mal den aktuellen Stand zeigen. Soweit sind wir jetzt aktuell mit dem W. W für Wein. Sehr cool. Und ich dachte mir, da wir, wie gesagt, wahrscheinlich nicht so viel gemeinsam schaffen, dass wir vielleicht kurz durch den Prozess gehen, wie ich an die Sachen rangehe. Und dann im Nachhinein könnt ihr euch dann aussuchen, woran ich noch ein bisschen weiterarbeiten soll, was euch interessieren würde. Sehr gerne. Deswegen fangen wir vielleicht einfach mal hier an. Also ich mache es nicht immer so, es ist immer ein bisschen zeitabhängig oder kommt darauf an, ob ich mir unsicher bin, was ich machen möchte. Ja. Aber bei größeren Projekten mache ich es in der Regel so, dass ich mir so kleine Thumbnails skizziere für die Projekte, wo ich Ideen ausprobiere, ganz simpel anskizziert. Philosophiere dann so ein bisschen darüber, was dann am besten passt für mich am Ende des Tages. Ihr habt es jetzt ja schon gesehen, es ist der Wein geworden und nicht das Workout oder der Rap. Und wenn ich hier dann mich entschieden habe für eine der Ideen, skizziere ich das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter und größer aus als Vorlage. Und dann je nachdem, wie die Ansprüche sind, kommt das Ganze dann in Photoshop rein oder in Adobe Illustrator. Manchmal muss ja auch was größer werden, dann benutze ich Illustrator, einfach aufgrund der Vektoren. Und dann wird das Ganze nachgezeichnet im nächsten Schritt. Und zum Schluss kommen dann Texturen noch drauf, Licht und Schatten. Also mittlerweile, beim Flat Design damals nicht, jetzt ist es ein bisschen komplexer. Und das ist so im groben und Schnelldurchgang quasi der Arbeitsablauf. Ich muss gestehen, das sieht jetzt hier gerade ein bisschen anders aus als jetzt bei den letzten Buchstaben, die ihr gerade auf Instagram gesehen habt. Ich habe die letzten Tage hauptsächlich vom Sofa auf dem iPad gearbeitet und hatte hier auf dem Computer jetzt nicht so richtig meine Brushes irgendwie. Das hat nicht so richtig geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Macht aber gar nichts, weil jetzt konnte ich wieder ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was austesten und hoffe, das Ergebnis wird ähnlich anschaulich wie die anderen. Wir sind gespannt. Ich auch. Ich weiß auch meistens selber noch nicht wirklich, was rauskommt am Ende. Und, das wird schon. Das ist halt mein grober Prozess und was ich euch vielleicht auch noch an die Hand geben kann, für die, die es noch nicht nutzen, ohne dass es harte Adobe-Werbung sein soll, sondern es gehört tatsächlich zu meinem Arbeitsprozess. Ich benutze relativ häufig, vor allem jetzt im Moment, wo es einen Buchstaben gibt, einmal Typekit oder Adobe Fonts heißt es ja jetzt, wo ich mir die Schriften raussuche, weil ich selber bin kein großer Typograf. Ich schätze das total und bewundere das. Ich kann es aber selber gar nicht. So Handlettering und sowas, deswegen suche ich mir hier meistens Schriften als Vorlage, wo ich dann später reinmale. In dem Fall ist es die Liebe Doni für das W gewesen. Und fast noch nützlicher für mich ist Adobe Color, wo ich mir meine Farbkonzepte raussuche oder mich inspirieren lasse. Die meisten von euch werden es kennen. Ich wollte es einfach nur noch mal zeigen, weil ich liebe diese Seite. Also könnte stundenlang irgendwie durch Farben durchgehen. Und wenn ich mir dann Sachen ausgesucht habe, dann packe ich die hier in meine Bibliothek. Das ist jetzt die für heute, Adobe Live vom Sofa oder in meinem Fall vom Schreibtisch. Ihr seht, ich habe hier verschiedene Farbkonzepte. Letztendlich ist es das hier geworden. Das als grobe Übersicht
wie das Ganze so läuft. Und ich glaube, das ist relativ schnell. Das, weil du jetzt eben Typekit gezeigt hast, da haben wir diesen Satz, dieses The Quick Brown Fox Jumps Over the, wie heißt lazy das nochmal? Genau, Over the Lazy Dog. Und auf Deutsch ist es quasi, Franz jagt komplett verwahrlost, im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Also, ja, das ist das deutsche Äquivalent praktisch. Noch nie gesehen, Franz. Noch nie gehört. Ja. Das ist, ich finde es immer sehr lustig. Die machen das ja extra, ne, dass du quasi jeden einzelnen Buchstaben quasi drin hast und einfach mal gucken kannst, wie das aussieht. Aber das ist schon lustig, was für Sätze man sich da ausdenkt. übrigens eine Frage an dich. Die Anna-Marie hat gefragt, wie findest du oder kreierst du die passende Farbpalette für ein Projekt? Unterschiedlich. Also oftmals, wie eben erwähnt, gucke ich einfach auf Adobe Color, weil da gibt es einfach wunderschöne Farbpaletten. Und manchmal picke ich mir da welche raus, manchmal bearbeite ich davon welche. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also, ich weiß nicht, willst du die Frage nochmal wiederholen? Also es geht eigentlich nur darum, deine Farbpaletten, die du jetzt zum Beispiel auch für den Buchstaben hier hast, wie holst du die Inspiration dafür oder wie kommt die bei dir zustande? Ah, okay. Also es ist immer ein bisschen vom Thema abhängig und es ist eine blöde Antwort, weil dann keiner was anfangen kann, aber es ist so ein bisschen Gefühlssache einfach. Wie gesagt, ich habe das nicht gelernt. Also wenn es da irgendwelche Regeln gibt, kenne ich wahrscheinlich nur die wenigsten, sondern es ist so einfach aus dem Bauch heraus oft. Da hast du auf jeden Fall ein gutes Auge für die einzelnen Farbkompositionen. Spricht ja dafür, dass das alles gut funktioniert. Ich hoffe. Also ich probiere bei den Farben jetzt, vor allen Dingen bei den Buchstaben, zu viel, also die Farben zu reduzieren, dass ich maximal 3 bis 5 Farben habe, dann gegebenenfalls in verschiedenen Abstufungen, damit es nicht zu bunt wird. Ich habe das Gefühl, gerade bei der Stilistik, die ich im Moment hauptsächlich mache, sieht es sonst zu schnell nach Kinderbuch aus, wenn ich zu viele Farben drin habe. Deswegen sind diese Paletten hier mit 5 Farben eigentlich immer ganz gut. Und dann ist wirklich viel Gefühl. Also bei dem W jetzt, ich wollte die ganze Zeit irgendwie mit dieser Mischung Grün, Rot und Beige oder Ocker was machen die letzten Tage. Das hat aber thematisch nie gepasst. Und heute hat es gepasst. Deswegen habe ich dann die Farbpalette mir ausgesucht und dann noch ein bisschen so ein Blau-Lila dazu getan für die Schatten. Aber eine wirkliche Regel oder sonst was habe ich dann nicht. Wir können ja nochmal gerade drüber gucken. Auch hier, das sind ja keine Farben, die irgendwie jetzt naturalistisch sind, sondern das ist dann eher auch das, so ist gerade mein Gefühl oder meine Stimmung. Und solange ich die Freiheit habe, weil kein Kunde dahinter steht, der sagt, nee, jetzt müssen aber die Farben sein, mache ich das viel nach Gefühl. Tut mir leid, die Antwort ist wahrscheinlich nicht richtig hilfreich. Aber ich glaube, macht ja auch keinen Sinn. Ja, doch, das ist ja deine. Das ist ja deine Vorgehensweise. Ja. Ja, also es hat jetzt keiner erwartet, dass du jetzt ein Playbook rausbringst und es veröffentlichst. Vielleicht irgendwann, aber aktuell macht das, glaube ich, wenig Sinn. Christine sagt auch, Bauch ist immer das beste Gehirn. Also, solange es klappt, also manchmal klappt es auch nicht, aber solange es klappt, mache ich es ganz gerne so. Also, sehr schön. Und falls noch andere Fragen kommen, probiere ich sie etwas klarer zu beantworten. Hoffentlich. Easy. Anna-Maria sagt, die Antwort war gut, sagt Anna-Maria. Ja. Danke sehr. Na, einfach. Genau. Und Irina sagt auch, deine Stimmung ist sehr pastellig. Das stimmt, das kann man sagen. Ich mag Pastellfarben. Ja. Und pastellig. Ja. Sehr schön. Ja. Genau. Wenn ihr Fragen habt, immer einfach in den Chat schreiben und wir gucken dann, dass wir die gezielt einbringen, wenn es gerade passt. Aber genau, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ist auch immer sehr schön zu sehen, wie viele
coole Leute bei uns im Chat sind und was für schönen Input ihr liefert. Ne? Das ist immer ganz entspannt und sehr aufschlussreich zu lesen und einfach schön. Danke dafür ja nochmal. Ein bisschen der Kern der Sache, ne? Dass man Kommunikation hat untereinander. Ja. Sebastian sagt, er möchte auch ein T-Shirt kaufen von dir. Gibt's leider nicht. Vielleicht noch irgendwann. Noch nicht. Ja, du könntest ja für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die Via Lucia hat ja diesen coolen Shop aufgemacht. Den findet ihr auf Discord oder vielleicht, wenn sie ist ja bestimmt gerade da, dann kannst du vielleicht nochmal den Link posten. Und da könnt ihr quasi eure Illustrationen und euer Design dort zur Verfügung stellen, dass man das als T-Shirt-Design quasi verkaufen kann. Also auch eine schöne Geschichte, um halt auch passiv Einkommen zu generieren, jetzt gerade in dieser Zeit. Also, falls du noch nicht gesehen hast. Was ich gleich machen werde nach dem Stream. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken gehen. Macht das auf jeden Fall. Ja, das ist irgendwie so ein Thema, was ich seit Wochen und Monaten immer aufschiebe oder nicht zu kommen. Aber jetzt ist ja ein bisschen Zeit und vielleicht auch die richtige Situation, um sich damit zu beschäftigen. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Sind noch generelle Fragen oder wollen wir gleich anfangen? Ja, Frank, alles sehr cool. Gibt es einen Prozess für die Ideen, wie die entstehen, wie die Umgebung zum Beispiel oder so? Also ich kann grundsätzlich sagen, dass was für mich immer als Inspirationsquelle dient, also im Prinzip gibt es drei Sachen. Das sind zum einen andere Illustratoren und Künstler. Also ich gucke total gerne, was meine Kollegen und Kolleginnen machen. Also es gibt ja wirklich so viele großartige Leute. Und das inspiriert und motiviert mich vor allen Dingen sehr. Auch einer der Gründe, warum ich bis heute keinen Stil habe, weil wenn ich irgendwas sehe, was mir total gut gefällt, dann probiere ich es irgendwie aus, auf meine Art und Weise oder wie auch immer. Also das ist eine Quelle, einfach andere Illustratoren. Ansonsten für lange Zeit Popkultur, Filme, Comics etc. Das ist die andere große Inspirationsquelle. Jetzt die letzten Wochen weniger, aber die vergangenen Jahre. Und ansonsten einfach das alltägliche Leben. Ja? Also was so anfällt, leben vor allen Dingen im Moment in wilden Zeiten und ich habe es lange vermieden, irgendwie in irgendeiner Form das aufzugreifen. Und mittlerweile denke ich mir aber, dafür sind Illustratoren auch irgendwo da, Geschichten zu erzählen und Umstände zu zeigen und vielleicht auch hier und da zu kritisieren. Und damit beschäftige ich mich jetzt aktuell immer mal wieder zwischendurch und streue das so ein bisschen ein. Hat vielleicht auch was mit dem Erwachsenwerden zu tun oder Reifeprozess, aber deswegen, also im Moment ist es so das alltägliche Leben und was mich inspiriert und die Ideen, ich hatte es ja eben schon kurz gezeigt. Jetzt für die Buchstaben ist es natürlich ein bisschen plumper, weil es ist sehr frei und mir sagt keiner, was ich machen soll, sondern also hier ist jetzt einfach die Regel, okay, ich habe den Buchstaben W und ich will da irgendwas zeigen, was auch mit dem Buchstaben W anfängt. Gegenstand, ein Sachverhalt, wie auch immer. Sind die Möglichkeiten ja ein bisschen begrenzt. Und dann, wie gesagt, skizziere ich das an, was ich mir vorstellen könnte, ob das funktioniert. Und suche mir dann das aus, was mir am besten gefällt oder wo ich mir vorstellen kann, dass ein schönes Bildchen teilweise rauskommt. Vielleicht machen wir es mal so, weil wir jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit haben. Die ganzen Fragen, die wir jetzt nicht bearbeiten konnten jetzt im Chat, es werden bestimmt noch einige kommen, könnt ihr ja vielleicht, wenn der Moritz Lust hat und auch zu uns zu Discord stoßen möchte, könntet ihr ihn ja dann im Nachgang auf Discord fragen, beziehungsweise einfach mal in den Chat oder in Fragen stellen. Also wenn ihr noch nicht auf Discord seid, kommt gerne auf Discord. Und wie gesagt, wenn der Moritz Lust hat, dann meldet er sich bestimmt auch an. Und dann habt ihr die Möglichkeit, da nochmal eure Fragen zu stellen. Falls wir sie jetzt in diesem Stream nicht bearbeiten können, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen sehen, was du für tolle Sachen eigentlich machst. Ja. Deswegen sind wir hier. Also lass uns doch vielleicht mal direkt wieder ins Bild einsteigen. Und hast du mich ja verhaftet für Discord. Aber nee, ja, Spaß. Tut mir leid. Können wir gerne machen.
Sehr schade, Moritz. Tut mir echt leid. Nee, das kriegen wir hin, denke ich. Also ich freue mich ja über Fragen. Also von daher. Ja. Sehr gut. Tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit. Genau. Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten, was wir jetzt zusammen noch machen können. Ich weiß nicht, wie man es erkennt hier, aber ihr seht, es ist noch ein bisschen was offen, vor allem in einem Landschaftsbereich. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, entweder hier die Landschaft, ja, die Form quasi erstmal zu malen und dann zu schauen, wie weit wir kommen, um die Landschaft fertig zu machen. Die andere Option wäre, bei der Dame hier oben links die Schatten und Texturen zu setzen. Das wären zwei Sachen, die ich euch anbieten könnte, was wir jetzt wahrscheinlich auch in der halben Stunde nicht ganz fertig kriegen, aber was wir machen könnten, also da kommt es jetzt quasi auf die Zuschauer an, was euch mehr interessieren würde. Also die Ina fragt, vielleicht kann Moritz ja mal kurz anreißen, wie er die Schattierungen erstellt oder setzt. Und deshalb auf Schattierungen gehen wir. Okay, dann machen wir das. Dann sind wir bei der jungen Dame oben in der Ecke. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, ich bin auch nicht ganz fit mit den Pinseln hier. Womit wollen wir anfangen? Ich denke, wir fangen mal mit der Hose an. Also wie ihr seht, ich probiere einfach mal ein bisschen währenddessen zu kommentieren und zu erklären. Ist für mich auch ungewohnt, aber ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Ihr seht hier, ich habe ziemlich viele Ebenen, selbst bei relativ einfachen Objekten oder Personen. Einfach aus dem Grund, weil man es in Photoshop kann und weil es um einiges einfacher macht. So malt man nämlich nur irgendwo drüber und es bleibt ein bisschen sauber. Und dann gehe ich hin und mache mir, wir haben jetzt die Hose, mache mir da eine Schnittmaske drüber. Für diejenigen, ich meine, die meisten werden es wissen, aber für diejenigen, die es nicht wissen, die Schnittmaske führt dazu, dass wenn ich jetzt hier reinzeichne, dass tatsächlich nur das ausgefüllt wird, was in dieser Ebene liegt. Wenn ich die Schnittmaske zurückwandle, seht ihr, dann ist hier alles über dem Bildschirm. Also eine ziemlich praktische Sache. Und so arbeite ich eigentlich fast immer bei meinem, ja, bei den Texturen und dem Schatten. Mal weg, mal neu. Und ja, dann nehme ich mir hier einer der Pinsel. In dem Fall ist es einer von Kyle's Brushes, der eine schöne Textur hat. Und dann fange ich einfach an, hier leicht rüber zu pinseln. Ja. Ich nicht ganz so viel raus, wie ich das gerne hätte. Ihr müsst mir nachsehen, wenn es so ein bisschen wackelig vielleicht alles ist. Ich bin das abends gewohnt, unter Beobachtung zu zeichnen. Das ist ja schon einmal gemacht vor 2 Jahren. Hast du da gute Erinnerungen? Es hat super Spaß gemacht. Ich war zwar total aufgeregt, aber es hat super viel Spaß gemacht. Aber da habe ich noch nicht so viel gezeichnet. Da habe ich dann eher Pfade gezogen in Illustrator. Oder Illustrator. Ja, also ich gehe dann meistens erstmal ein bisschen grob drüber. Und hier mache ich es jetzt so, dass ich die Texturmaske, dass ich der nochmal eine Maske gebe, um davon wieder ein bisschen was wegzunehmen. Normalerweise kann man es auch direkt mit dem Radierer machen, aber aus irgendeinem Grund kriege ich diesen Brush, den ich hier unten habe, nicht als Radierer. Deswegen mache ich das dann mit der Maske. Ja. Und Sandra sagt, schöner Effekt, durch die Texturen wirkt die Illustration sehr lebendig. Danke sehr. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen, weil es ein bisschen interessanter wird. Du musst mir mal gerade sagen, wie viel man tatsächlich zu Hause auf dem Bild sieht, weil selbst ich sehe hier auf meinem Bild schon gerade noch nicht so viel Effekt. Ich weiß nicht, wie viel da bei euch ankommt.
Nein, das sieht gut aus. Ja. Okay, und eben diese Ebenen, diese Maskenebenen, die gibt es ja auch in Adobe Fresco. Damit man direkt in ein Objekt reinzeichnen kann. Und das ist so cool. Und das ist, finde ich, auch cool, wie du die Illustrationen organisiert hast. Wie zum Beispiel, weißt du, normalerweise würde es da kommen, okay, ein Bein, das zweite Bein, alles in einer Ebene. Aber wenn man dran denkt, vorher, like, das hintere Bein, das vordere Bein und alle Objekte so einzeln hält, ist es dann auch viel einfacher, dann so einzufärben. Definitiv. Ich glaube, es kommt ein bisschen daher, dass ich halt früher nur in Adobe Illustrator gearbeitet habe, wo man eh alles auf unterschiedlichen Ebenen hatte oder einzeln anwählen konnte. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen hier in Photoshop. Ist es bei Fresco jetzt mittlerweile so, dass auch die Schnittmasken da sind oder kommen die noch? Weil die erwarte ich wirklich sehnsüchtig. Ich bin jetzt ziemlich, also ich kann jetzt nicht Fresco aufmachen, weil ich da gerade auf der Kamera bin. Aber der Tim kann uns das bestimmt sagen. Ich sehe gerade, dass hier noch ein bisschen was unsauber ist. Ich muss mal ein bisschen nachprobieren. Bevor wir gleich mit den Farben weitermachen mit der Schattierung. Ach, vielleicht ganz kurz, wo ich doch jetzt hier mal das Schwarmwissen habe und alles. Vielleicht könnt ihr mir an der Stelle auch mal weiterhelfen und einen Tipp geben. Ich habe die ganzen Formen hier einfach mit dem Pinsel gezeichnet und nicht mit dem Pencil gemacht. Und ich habe folgendes Problem. Ich mache da hier eine neue Ebene. Wenn ich hier irgendwie eine Form zeichne und die dann mit dem, wie heißt das auf Deutsch? Ja. Füllwerkzeug füllen möchte, habe ich immer diesen weißen Rand, diese Linie hier drin. Egal, was ich mit den Einstellungen mache und muss das dann immer irgendwie noch händisch nachbessern. Hat irgendwer eine Lösung für dieses Problem? Ich habe im Internet noch nichts gefunden, leider, und selber auch schon einiges ausprobiert. Also falls jemand einen Tipp hat, bin ich dankbar. Ist nämlich manchmal etwas nervig, dann da noch nachzubessern. Weil ich sehe gerade, dass wir hier auch im Bein diese weißen Blitze haben an manchen Stellen. Und also wenn jemand eine Lösung hat, gerne reinschreiben. Ja, Angelo sagt, er geht auch einfach nochmal mit dem Pinsel drüber. Okay. Also, genauso wie vielleicht auch kommt noch was. Genau. Fritz sagt, mehrfach reinklicken. Das funktioniert, aber dann kommt, das können wir auch mal gerade machen, das hat leider einen anderen Effekt, Nebeneffekt, wenn ich jetzt hier mehrfach reinklicke, irgendwann franzen die Konturen außen aus. Ja. Also Angelo sagt auch, macht auch Sinn, ne? Am wenigsten kommt es, wenn die Härte auf 100% steht, aber geht eigentlich nie weg. Na gut, dann ist es so. Dann ist es so. Macht ja nichts. Oh, warte mal. Ja, Eminem sagt, Form mit Pinsel auswählen, neue Ebene nochmal füllen, hatte das Problem auch letztens. Vielleicht hilft das ja. Also die Form mit Pinsel auswählen und dann neue Ebene nochmal füllen. Das ist zu hoch gerade. Moment. Also, ich habe jetzt hier eine Form. Und genau. Jetzt? Sie hatte geschrieben, mit Pinsel auswählen, dann wahrscheinlich eine neue Ebene draus machen und nochmal füllen. Also daraus machst du jetzt eine neue Ebene und dann füllst du es quasi. Naja, ist immer noch da. Ich könnte dann nur die Ebene runter kleiner machen. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen beschreiben. Ich habe es jetzt auch tatsächlich nicht ganz verstanden. Aber können wir gerne nochmal ausprobieren. Ich mache in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiter. Genau. Ja, also jetzt haben wir hier bei den Beinen ja schon so eine leichte Schattenkante und hier nochmal eine Lichtkante. Und als nächstes kommt dann sowas, ein bisschen die Highlights. Im Prinzip der gleiche Vorgang wie bei den Schatten auch, nur mit einer
helleren Farbe und ich sagte ja eben schon, dass ich probiere, die Farben ja auf eine kleine Farbpalette zu reduzieren. Deswegen ist es jetzt hier kein helleres Rot, sondern dieser Ockerton, womit ich dann hier leicht rübergehe. Ich weiß nicht so richtig, was mit meinem Stift los ist. Irgendwie will er nicht so richtig. Okay. Naja, und ihr seht, bei den hellen Farben irgendwie wirkt das Ganze sehr, ja, ich weiß noch nicht so richtig schön, nicht so richtig stimmig, deswegen habe ich auch hier bei dem Weinblatt, glaube ich, bei den Trauben schon gemacht. Setze ich dann da die, die Deckkraft ein bisschen runter, damit das nicht ganz so sehr rauskommt. Und dann einfach nur so eine leichte, hellere Kante ergibt. Das gleiche vielleicht auch noch mit dem Schatten, das ist nicht ganz so extrem, das ist einfach die Deckkraft etwas runter. So. Ja. Hallo Julia, Julia Zieger in the house. Julia war mit uns am ganz ersten Stream vom Sofa, live vom Sofa mit Julia am Montag. Und alle Replays sind natürlich auch hier auf behance.net/live/de. Alle Replays sind da. Die kann man auch ganz gut erkennen, weil die eine verschiedene Grafik haben als die normalen 3-Tage-Streams, die wir sonst mit dem Chan machen. Aber eben, da wir nicht in unser Studio gehen können und dass wir auch nicht wollen, dass die Gäste durch Deutschland reisen müssen, das könnte man ja eh nicht jetzt, haben wir eben diese täglichen Streams. Jeden Tag von 11 bis 12. Und mit Julia haben wir angefangen. Und dann kam die Ulla am Dienstag, die Ulla Lohmann, Fotografin, Reisefotografin, unglaubliche Bilder und Geschichten. Gestern war die Melanie David mit uns und die Melanie, die ist in Berlin und das war auch eine ganz spannende Geschichte, wo eben Melanie hat ganz viel mit UI, UX Design gearbeitet in den letzten Jahren, aber schon seit Jahren sagte mir jedes Mal, als ich sie traf, hat gesagt, oh, ich möchte Illustrationen machen und jetzt hat sie sich endlich entschieden, nur noch Illustrationen zu machen. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf Melanie. Und heute der Moritz. Cool. Und das ist auch eine coole Geschichte mit dem Moritz, wie du deinen Stil entwickelt hast in diesen 2 Jahren und eben von Grafikdesign weg bist. Und also Illustration ist ja auch ein wenig Komposition und Grafikdesign. Also alle diese Sachen, die du als Grafiker gelernt hast, sind eigentlich auch wichtig für Illustration. Wie die Farben zusammengehen, wie der Text gut aussehen kann und so. Aber finde ich auch super krass, dass eben du auch mit Illustration dein Leben gemacht hast. Streams findet ihr übrigens... Nicht erwartet. Sorry. Ja, dann sprich ruhig, alles gut. Ja, ist gut. Erzähl ruhig weiter. Es ist immer so ein bisschen blöd mit der Latenz hier. Ne? Man fällt sich dann irgendwie ungewohnt immer ins Wort. Ich wollte nur sagen, ihr findet die Streams auf Behance, wenn ihr einfach runterscrollt. Ne? Die sind hier praktisch unter dem Stream, schön aufgeteilt. Der Rufus macht die ganz händisch und mit ganz viel Liebe und Mühe in die einzelnen Rubriken rein. Ne? Müsst ihr euch auf jeden Fall einsehen. Und also sogar die Dailies. Props to you, Rufus. Und genau, ansonsten natürlich findet ihr die auch auf YouTube, auf unserem Adobe.de-Channel. Ja, also könnt ihr euch aussuchen, aber hier habt ihr natürlich eine schönere Unterteilung und könnt dann direkt für eure Rubrik schauen, was euch am meisten interessiert. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest sagen, dass du tolle Sachen machst. Da bin ich mir ganz sicher, dass du das sagst. Das würde ich selber nie sagen. Dann habe ich es jetzt gesagt. Danke sehr. Klar, hey. Ich finde es halt schön zu sehen. Ich meine, wir haben jetzt ja auch gesagt, im Endeffekt machen wir diese Geschichte hier mit Adobe Live, dass wir die täglichen Streams machen. Nicht nur für euch natürlich, liebe Community, damit wir auch einfach zusammen hier tolle Sachen über diese Zeit machen können, sondern auch natürlich, um unsere Creator zu unterstützen, die mit denen wir ja über so viele Zeiten hinweg und so viele Projekte hinweg so tolle Sachen machen konnten. Und
Genau, damit einfach wir auch unseren Teil beitragen können in der kreativen Welt und dafür sorgen können, dass jeder hier nicht nur gesehen wird, sondern auch unterstützt wird. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr stolz, dass wir das hier machen dürfen und können und vor allem mit euch zusammen das Ganze hier nach vorne tragen können. Also nochmal danke an euch alle, natürlich auch danke an dich, Moritz, und auch an alle Gäste. Schön, dass ihr da seid. Es ist super. Ja, ja, und danke an unser Community-Team, der uns halt das Budget dafür gegeben hat. Das ist super cool, yes, dass wir das auch weitergeben können. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mich total gefreut, dass der Anruf am Montag, hast du da das angerufen, ja, ne? Ja. Unverhofft kam. Moritz kam. Also, aber ja, an dem Tag tatsächlich, ich hab so viele Leute angerufen, ich habe mindestens 4-mal gehört, oh, Can, also dich hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, irgendwas soll mir das sagen, ich weiß nicht genau was, aber keine Ahnung. Das heißt einfach, du meldest dich zu selten. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Klare Sache. Aber ich melde mich dann, was sinnvoll ist. Und ab Montag geht es auch in UK los. Da lade ich täglich UK-Designer, Illustratoren, Fotografen ein. Das wird dann auf Englisch. Und das ist in unserer Zeit, also Central European Time, das ist dann von 1 bis 2. Und ja, also eine kleine Stunde Pause zwischen den deutschen Stream und dann geht's los mit den UK-Streams. Und dann von 2 bis 3 sind dann auch noch die französischen Daily-Streams dabei. Sehr cool. Ja, ja, Melanie lacht. Ja, da ist noch eine. Hey, Melanie. Die hat nämlich auch gesagt, oh Can, dich hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ja, jetzt am anderen Ende der Leitung klingelt, oh Can, du. Percy war auch noch, hat sich auch letztens angerufen, hat das auch noch gesagt, erinnere mich. Und ja, ich weiß nicht, ob das, ob die Emma schon im Chat ist mit uns. Wir haben Emma gerade angestellt in der letzten Woche. Und die Emma ist dann für uns verantwortlich, eben mit euch Designern, Künstlern, Fotografen zu kommunizieren. Die ist unsere Adobe Live und Community Managerin für Content Manager für Europa, also Deutschland, Frankreich, yes, und UK. Und okay. Percy ist hier? Nee, wirklich? Nein, weil ich eben Percy gesagt habe. Ah, okay. Ja, also ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja, die Emma, die wird bestimmt super coole Sachen auch mit uns in Zukunft machen. Also ihr seht, dank euch vor allen Dingen auch, wird unser Team immer größer und wir haben die Möglichkeit, hier noch mehr zu bewerkstelligen. Und ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft das noch weiter ausbauen können, damit wir euch noch coolere Sachen zeigen können und natürlich noch mehr gemeinsame kreative Projekte durchführen können. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal dann mit der kreativen Klassenfahrt mit Adobe. Ah ja, das wäre großartig. Dann mieten wir uns einen Zug, einmal quer durch Europa, irgendwann in ein paar Jahren. Nonstop einmal durch und dann kann jeder zusteigen, jeder Kreative, und wir machen dann Jam-Sessions im Zug. Ich hatte das eigentlich mal vorgeschlagen für die Adobe Max, dass wir uns so einen Zug nehmen. Und dann Kathi ist da. Die Kathi war ja auch mit uns auf Adobe Live. Hallo Kathi. Oh, ist das die Kathi Zilani? Und, ja. Ah, Kathi, cool. Sie. Hey Kathi. Und kommt Monika G. auch? Monika G. Monika G. war ja im Januar mit uns, oder? Genau. Für einen Illustrator Live Tutorial. Tutorial, genau. Und die, ja, Kathi fragt dich auch, bleibt eigentlich das Weiß im W weiß oder kommt da noch was? Das weiß ich tatsächlich noch nicht so richtig. Also hier in dem Teil kommt noch was. Da kommt noch der Rest von der Landschaft und das kleine Häuschen und vielleicht noch so eine Art Verlauf für den Himmel. Und müssen wir mal gucken, ob hier in dem anderen Teil des Ws in das Weiß noch was reinkommt. Mal schauen. Aber dauert nicht mehr lang, bis ihr die Antwort habt, weil selbst wenn ich das jetzt hier im Livestream nicht fertig bekomme, es muss heute noch auf Instagram gepostet werden. Von daher, es wird definitiv heute noch irgendwann fertig gemacht.
Ja, sehr cool. Ja, ja. Tim meinte auch, da hinten wohnt der Rufus. Ich habe jetzt tatsächlich dran gedacht, dass das das Haus ja von Melanie, das sie uns gestern gezeigt hat und dann gebaut hat. Ja? Aber das ist die Toskana. Das ist die Toskana, ganz eindeutig mit den Zypressen und ja. Nee, das ist auf jeden Fall hier Rheingau. Nix Toskana hier. Rheinland ist das. Das ist Toskana. Nein, ich glaube nicht, dass das das Rheinland ist. Das ist Ingelheim am Rhein. Wenn irgendjemand aus Ingelheim da ist, sagt Bescheid. Ich zeige euch mal, wie es aussieht draußen. Zeig mal. Die Toskana. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Rheingau aus. Ich bin mir sicher, du bist gerade irgendwo am Rhein. Rufus, du bist am Rhein. Bin ich mir ganz sicher. Ja, sieht schön aus. Okay, mach uns neidisch. Danke. Den Ausblick hätte ich auch gerne. Ja. Am Rhein, ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Wann ist das Replay oben? Weil ich hatte die Stunde mit Julia gesehen, die er am ersten Tag hatte. Übrigens, sehr, sehr cooles Poster, Julia, falls du noch da bist. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, sie. Aber die Session mit Melanie und Ulla konnte ich irgendwie mir nicht angucken. Die habe ich nicht gefunden gestern. Kommt das verzögert? Der ist schon da. Nee, der ist eigentlich direkt nach dem Stream ist er da. Wo hast du denn geschaut? Auf YouTube oder auf Behance? Auf Behance. Müsste eigentlich da sein. Wenn ich jetzt hier runterscrolle, sehe ich den auch tatsächlich. Unter Graphic Design findest du den. Oh, okay, muss ich unter Illustration tun, ja. Muss ich noch ändern. Kann sein, dass es dann einfach in die falsche Zeile gerutscht ist. Mhm. Aber ich habe auch gesehen, wenn ihr, wie gesagt, gerade auf YouTube zuschaut, kommt Silvia, schöne Grüße auch von mir aus Toskana. Die Silvia ist in der Toskana. Hallo Silvia. Doppel-Toskana. Auch zu Hause. Seit 19 Tagen bin ich jetzt im Hause. Sehr cool. Ich habe nur gerade gesehen, dass der eine oder andere noch auf YouTube schreibt. Kommt doch gerne rüber auf behance.net/live/de. Da ist nämlich unsere super coole Community, die hier fleißig am Chatten ist und dann seid ihr nicht so alleine da drüben. Es tut mir immer so ein bisschen leid, wenn dann so einer schreibt oder zwei und dann irgendwie kommt da nichts zurück. Kommt doch gerne rüber, weil dann kriegt ihr natürlich auch nicht nur von uns Antworten, sondern auch von unserer coolen Community. Wir haben so viele coole Leute hier, die auch tatsächlich so viel Wissen mitbringen. Das finde ich immer wieder schön. Weil das Ganze sich natürlich ja auch ergänzt und das ist ja auch so ein bisschen eine Sinn der Sache, ne? Lernen und lehren so ein bisschen. Und genau, kommt gern rüber, chattet mit uns drüben und den Stream findet ihr natürlich auch da. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht zwei Sachen gleichzeitig anhaben, also reicht es, wenn ihr auf einem von beiden seid. Oder ihr bleibt einfach auf YouTube, es ist natürlich euch überlassen. Wir freuen uns in jedem Fall, dass ihr dabei seid. Und der Massimiliano fragt, wo liegen die Vor- und Nachteile, um mit Ebene oder Zeichenfläche zu arbeiten? Ich glaube, das kannst du besser erklären, Rufus, als ich. Aber ich kenne die Zeichenfläche eigentlich hauptsächlich für, ja, wenn man irgendwie Interface-Design oder Webdesign macht. Da hatte ich das, als das gerade rauskam, so ein bisschen für benutzt. Für normale Illustrationen benutze ich eigentlich die Standard-Photoshop-Oberfläche. Ja, der Tim sagt ganz, er meint die Artboards, ja. Mhm. Also, ich benutze die Artboards hier jetzt nicht. Ich habe einfach nur ein klassisches Photoshop-Dokument. Ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, was man macht. Wenn man viele Sachen irgendwie auf einen Blick haben möchte oder verschiedene Screens von Apps oder so, denke ich, machen die Artboards mehr Sinn als jetzt bei mir hier. Wäre meine Einschätzung. Ja, die Silvia ist auch schon. Wie bitte? Artboards brauchst du bei mehreren Screens. Deswegen. Ah. Bei einem Screen brauchst du keine Artboards.
Und haben wir das gerade gehört, Tim, oder höre ich nur ich das? Ah. Vielleicht. Hoffentlich. Was hast du gesagt, Tim? Ah, oh, okay. Der Teamster sagt, ein Dortmunder Konditor macht jetzt Klopapier. Oh Mann. Ich glaube, wir lassen das heute mal mit dem Thema. Das haben wir jetzt die letzten Tage genug gehabt. Besser ist. Oh, ja. Sie haben, wir hören den Tim. Okay, cool. Tim. Der Tim existiert. Ja. Ist kein Bot. Ja. Und Björn sagt, so lässt sich die Buchführung aushalten mit dem Adobe Stream. Das freut uns zu hören, ja. Ein bisschen Unterhaltung kann nie schaden, ne? Und das for free. Aber wie gesagt, wir haben auch ein ganz bestimmtes Konto auf den Cayman Islands, findet ihr dann unten gleich eingeblendet, da könnt ihr uns gerne Spenden entgegenbringen. Vielen Dank. Ja, der Geist aus dem Keller. Genau. Schreibt Baracke 6. Auch geil. Ach ja, der Einfallsreichtum bei den Namen, finde ich immer wieder schön. Ja, übrigens, falls ihr mal nicht gerade am Nutzen von kreativen Tools seid und noch für andere Beschäftigung sorgen wollt, die Julia hat eben vorgeschlagen, Springseil wäre was ganz Tolles, habe ich jetzt auch schon von ein paar anderen Leuten aus dem Chat gehört, ganz cool. Oder, wenn ihr so eher in meine Richtung gehen wollt und nicht auf körperliche Betätigung aus seid, sondern eher bisschen was zocken wollt, gibt es aktuell ganz viele Spielehersteller, die Games für umsonst angeben. Das heißt, ihr könnt die kostenlos runterladen und auch spielen. Oder mindestens 50% reduziert. Sehe ich im Moment ganz, ganz oft. Also es lohnt sich, einfach mal reinzuschauen und ein paar coole Spiele abzustauben, die euch vielleicht den Tag irgendwie unterhaltsamer rumkriegen lassen, außerhalb von Adobe Live natürlich. Versteht sich von selbst, hallo. Aber wenn ihr dann mal abends noch Lust habt, auf eine Runde zocken und was Neues brauchen, dann schaut mal rein. Ja, und Chan spielt natürlich, ne? Ja, Chan spielt den ganzen Tag Animal Crossing jetzt, deshalb. Auf jeden Fall. Eskapismus und so, ne, da haben wir das mal. Ja. Nee, ich bin bei Final Fantasy. Das war jemand anders mit Animal Crossing. Ich weiß zwar nicht mehr, wer das war, aber wer war das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Meldet euch, ihr Animal Crossing-Leute, ihr Eskapisten. Ja, aber es gibt natürlich super viele Möglichkeiten, da was zu machen. Katja hat letztens vorgeschlagen, spielt mal Halma. Das probiere ich jetzt auch nochmal aus. Einmal Halma spielen. Ja, und Julia sagt auch, mit Olivenöl auf dem Küchenfliesen kann man auch einen super Laufband simulieren. Ja, kannst du mal. Da habe ich das Video auch gesehen, wo ist dann jemand an der Küche, an der Dingsabstütz, an der Spüle abstützt und dann einfach die ganze Zeit läuft. Ja. Genau, spendet für die Aktion Sorgen schon, damit ich meine Sorgen los bin. Tim, du könntest ja meine Kontonummer hier einblenden oder so. Ja. Chiara sagt Animal Crossing mit Herzchen-Emoji. Yeah. Ja, ich bin zwar eher so der Typ Dragon Quest Builders 2. Das fand ich auch sehr, sehr schön, weil das so eine Mischung aus Minecraft ist und Animal Crossing, also Eskapismus mit Story. Und Minecraft mittendrin. Aber ja, gibt es ja verschiedene Varianten. Back to you, Moritz. Ja, bitte. Damit wir noch ein bisschen was von deinem wundervollen Kunstwerk hier mitbekommen. Ja, ich mache im Prinzip die ganze Zeit das Gleiche. Ich setze Texturen und kämpfe so mit dem Pinsel. Ja, aber es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie lebendig diese Dame wird, vor allen Dingen. Das ist echt klasse. Und der Marcel fragt dich, wie lange brauchst du im Schnitt für so einen Buchstaben? Viel zu lange. Sagen wir mal so. Also ich glaube, im Schnitt irgendwas zwischen der kürzeste Buchstabe waren, glaube ich, um die 3 Stunden, den ich bisher gemacht habe. Und der längste 12 oder 13. Also wow. Ich würde sagen, es ist irgendwo
So durchschnittlich 8 Stunden. Irgendwo zwischen 6 und 8 Stunden. Je nachdem, wie... Also für das ganze 35 Days of Type 280 Stunden. Da hat aber jemand schnell gerechnet. Wow. Ja. Man hat ja im Moment, ich will nicht sagen zum Glück, aber in dem Fall praktischerweise relativ viel Zeit. Mhm. Und von daher verkünstle ich mich da manchmal ein bisschen. Ich habe noch nie so viel Aktivität um diese Buchstaben gesehen als dieses Jahr. Das bedeutet, dass wir viel mehr Zeit haben. Alle. Ich glaube, in dem Maß, wie ich es jetzt die letzten 2 Wochen gemacht habe, könnte ich es normalerweise auch nicht. Also, wenn jetzt die Auftragslage normal wäre und so die Jobs da wären wie sonst, wäre das auch nicht möglich. Aber so, es gibt mir Struktur im Tag. Ich habe was zu tun, ich zeichne jeden Tag und es macht einfach Spaß. Von daher passt das ganz gut. Die Mona fragt, kann man irgendwo Bilder von dir gewinnen oder kaufen? Also du hast noch keinen Store, hast du gesagt. Nee, ich habe noch keinen Store. Das ist was ich ganz angeben muss. Das kann man, daran kann man ja denken. Ein Store zu haben, ist, finde ich, immer cool für Illustratoren, finde ich. Und Nancy sagt, ihr unterhaltet mich, während ich Mundschutze für Pflegekräfte nähe. Oh, das ist ja cool, Nancy. Und ja, sehr lobenswert. Weil Masken braucht man ja immer. Ich habe gesehen, ich hab gestern 2 Masken gekriegt, diese ganz normalen Papierdinger da, oder ich weiß, was das ist. Und die kosten jetzt 4,50 Euro. Pro Maske. Krass. Ich habe so eine schwarze aus Stoff, die benutze ich nicht wirklich, aber eher so Just for Fun mal gekauft, mit so einem Teddybär-Gesicht drauf. Das heißt, wenn ich auch nicht aus wie Teddy. Aber ich erspare euch jetzt den Anblick. Mhm. Bin mir sicher, es gibt Leute, die das gerne sehen würden. Ja, bin ich auch sicher. Wir sind die nicht im Stream hier. Ach ja, schön. Now I have the salad, sagt Emine. Ja, now you know how the bunny runs. Also. Ja, aber okay. Finde ich auch sehr cool von Nancy. Also danke auf jeden Fall für dein wunderschönes Feedback. Ja, ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Hey. Und wie einem Kleinkind sage ich dir, Can, wenn du es vergessen hast, war es wahrscheinlich nicht wichtig. Es war auch nicht wichtig, aber es war irgendwas Cooles zum Thema, zu dem Thema, was wir davor hatten. Angelo sagt, it's the yellow from the egg. Ja, genau. Ich muss mal gucken, wo ich diese Maske habe. Ich weiß tatsächlich gerade nicht. Ich glaube, die ist in meinem Rucksack. Ich kann gleich mal gucken. Aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nur halt bringt sie tatsächlich nicht viel, weil es einfach nur Stoff ist. Also die ist eher... Und dann ein Selfie auf Discord. Oh ja, aber dann so eins wie diese ganzen... Ja? Nein, ja, für diejenigen, die noch von Discord nicht wissen, da in der Beschreibung vom Stream, da ist, wir chatten auf Discord weiter und da ist ein Link und das geht dann direkt zu Discord und da können wir dann auch weiter chatten. Yes, ich gucke mal ganz kurz, ob ich den finde. Ich bin gleich wieder da. Ich höre euch noch. Ich höre euch noch und ich werde auch noch weiter schlechte Sprüche machen. Can ist weg. Can ist weg. Tschüss, Leute. Tschüss. Nein, ich bin sofort wieder da. Naja. Ich finde es jetzt nicht, aber das machen wir morgen. Ja, morgen geht's weiter für unsere täglichen Streams vom Sofa. Oh ja. Und ich hoffe, dass im Chat, dass es euch Spaß macht, dass wir das jeden Tag machen, eine Stunde mit euch ein wenig zu quatschen hier im Chat und tolle Künstler sehen. Ja, und unsere tolle Community vor allen Dingen sehen. Das ist das Klasse daran. Die Klasse daran. Bam, bam, bam.
Sandra sagt, yippie. Ja, ja, ja. Julia sagt, ich habe meine Batman-Mütze rausgekramt. Ah, schön. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einige coole Wochen vor uns. Und jetzt schauen wir erstmal, wir haben jetzt mal, sage ich mal, für die nächsten 3 Wochen praktisch geplant und wissen schon, wie wir vorgehen wollen. Und je nachdem sehen wir dann, wie es weitergeht. Mhm. Aber die nächsten Tage werden euch auf jeden Fall sehr, sehr coole Gäste erwarten. Und natürlich Rufus und mich mit dabei. Wir werden für die Unterhaltung sorgen und für schlechte Witze und ganz viel gutes Karma vor allen Dingen. Genau. Müssen wir so ein Level-System integrieren, das fände ich ganz cool. Dass man irgendwie im Chat so ein Level hätte. Wer ganz viel quatscht und ganz viel coole Sachen macht, kriegt ein Level up. Over 9000. Und Jürgen meint 719 Megabyte die Datei. Ja. Diese Photoshop-Dateien werden schnell ziemlich fett, aber sobald man es absichert, dann geht das alles aus der Cache raus und wird auch dann kleiner wieder. Yes. Dabei auch immer hilft, wenn, das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, aber wenn ich jetzt die Frau zum Beispiel irgendwann fertig hätte mit allen Texturen etc., würde ich aus der Gruppe wahrscheinlich ein Smart-Objekt machen und dann wird es auch meistens wieder etwas kleiner. Aber es ist tatsächlich so, die Illustrationen mit Texturen und vielen Pinseln etc. werden noch riesig. Zum Leidwesen meines Computers leider manchmal. Aber naja. Schön. Das lachst du schon wieder. Lass mich teilhaben. Lustige Kommentare im Chat. Ich sehe das ja leider nicht. Ja, ich erspare dir die Details. Also nichts gegen dich oder so, was da steht, sondern ja, es kommt sowas wie Adobe Mon wegen Level. Ach, schön. Wir haben Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja. Schön. Und natürlich werden wir diesen Buchstaben auf deinem Instagram finden in ein paar Stunden. Hoffentlich, ja. Ja. Und da werden wir entdecken, ob du einen Himmel reintust oder ob die toskanische Villa noch da bleibt. Also alle dem Moritz auf Instagram folgen. Vielleicht kann der Tim noch ganz schnell den Link in den Chat reintun, um rauszufinden, wie das heute zu Ende geht. Ja. Und wie gesagt, ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, auf Discord zu uns zu kommen und da geht natürlich der Chat und auch die ganze Community mit weiter. Das heißt, zwischen den Streams könnt ihr da einfach eure Fragen stellen, euch selbst vorstellen, auch einfach mal rumquatschen, wie ihr Lust habt. Die ganze verrückte Heiterkeit geht natürlich da weiter und unsere kreativen Gäste von Adobe Live sind natürlich auch immer mal wieder da. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal den einen oder anderen Tipp abstauben oder einfach mal direkt anschreiben auf Discord und ja, vielleicht das eine oder andere coole Gespräch mitnehmen. Wer weiß. Genau. Vielleicht kann der Tim auch noch mal den Discord-Link sharen. Hat er schon gemacht, aber kann er bestimmt wieder machen. Genau. Das der nett. Tim ist so organisiert, der hat bestimmt alle Links schon irgendwo geschrieben und macht einfach Copy-Paste. Er hat so ein Streaming-Deck, da drückt er einfach nur drauf, ne? Wie diese DJ-Dinger. Ja. Ah, ja. Button. Fehlt so ungefähr. Genau. Bip. Ja, und jetzt, dass unser Discord verifiziert worden ist, haben wir auch die Vanity URL, discord.gg, adobelive.de. GG, good game. Genau, Julia sagt auch, GG, WP, good game, well played. Oh. Thanks for the run. Ja, Gamersprache. Ah, okay. Gamersprache.
Wie schaut es denn aus? Wie lange haben wir denn noch? Oder wie Zeit bleibt denn? Na, ich denke, wir können noch ein paar Minuten vorangehen, wenn du willst. Sonst können wir bis morgen Tschüss sagen und gucken wir dann in ein paar Stunden auf Instagram, wie das Bild geworden ist. Yes. Vielleicht schaffst du es ja noch, so ein Wölkchen zu machen. Ein Wölkchen? Ich könnte auch noch ein paar Berge machen. Das mache ich ein bisschen von euch abhängig. Also ich habe Zeit. Auch ich gehe ja nicht so viel vor die Tür im Moment. Von daher... Was du auf jeden Fall mal machen kannst, ist uns vielleicht mal das Vorher und Nachher zu zeigen von der Dame auf der Weinflasche. Ich glaube, das ist auch nochmal schön zu sehen, wie wir eben in den Stream reingekommen sind und was du jetzt quasi in den letzten paar Minuten gemacht hast. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, Leute. Ja, krass. Mhm. Hat sich einiges getan, ne? Auch bei der Weinflasche natürlich. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn man mit der eigenen Hand vor dem Menü ist. So, mega cool. Und auch danke an die Community, dass ihr heute so viele dabei wart und bis zum Ende geblieben seid. Das ist wirklich toll. Wie ich immer sage, you make it real. Ja. You can make it happen. Nein, wie sagt man das auf Deutsch? Ihr macht es echt. Ihr macht den Unterschied, könnte man sagen. Und Andy fragt, was genau macht ihr zwei bei Adobe? Also ich bin professioneller Clown hier. Ich weiß nicht, was du machst, Rufus, aber ich bin nur aus Jux und Heiterkeit. Spaß. Ja, also wir sind natürlich, also Rufus und ich haben natürlich auch normale Jobs bei Adobe. Rufus ist im Community-Bereich und ist praktisch Creative Evangelist. Ne? Das sind die früher quasi von Stadt zu Stadt gezogen sind, wie die Rockstars und mit Feuerwerk erzählt haben, wie was wo. Ne? Mhm. Ich war 270 Tage pro Jahr on the road. Und jetzt bin ich seit 14 Tagen in meinem Haus. Bist du gar nicht mehr gewohnt, ne, Rufus? Ich will raus. Ich bin Lufthansa sagt dann auch, okay, sorry, kein Senator-Status mehr. Ich bin gerne wieder. Nein, da haben die mir schon geschrieben. Kein Kummer, Rufus, der Status bleibt. Das schaffen wir schon. Hat der Herr Lufthansa dich direkt angerufen, ja? Hallo? Genau, hallo, Rufus, ja. Hier ist Hans Lufthansa. Nein. Genau, also Rufus ist Creative Evangelist und ich bin eigentlich im Marketing bei Adobe. Das heißt, normalerweise kümmere ich mich um das ganze Marketing für junge Kreative, on- und offline, eventmäßig und social und co. Und das, was wir hier bei Adobe Live machen, ist quasi unser Joint Venture, könnte man sagen, was wir hier gemeinsam betreuen und auf die Beine gebracht haben. Ne? Rufus hat es importiert und hat mich dann einfach irgendwann mal reingekickt. Normalerweise, am Anfang war ich eigentlich hinter der Kamera und habe mich so um die Strategy und so gekümmert. Und das teilen wir jetzt quasi auch auf mit der Emma, die jetzt kommt quasi und uns da nochmal unterstützt. Und irgendwann hat Rufus gesagt, so, es reicht mir, Chan, du setzt dich jetzt auch mal hier vor und hat mich einfach vor die Kamera gekickt. Ja, und seitdem sage ich mir, was habe ich gemacht? Ja, du hast die Box der Pandora geöffnet, Rufus, ist vorbei. Ja, tatsächlich hatte ich sogar einen meiner ersten Streams mit dem Moritz. Ich glaube, es war der dritte Stream oder so, den ich mit dem Moritz hatte, ja. Ja, und der erste Stream vom Chan war... Bitte auf. Das war mindestens 10 Minuten lang. Ja, ich weiß gar nicht mehr, war der erste mit Percy oder mit... Ich weiß nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall einer der ersten war mit Moritz, das weiß ich noch ganz genau. Und dann hatten wir noch jemand anderen. Ich weiß nicht mehr, ob es der Percy war oder jemand anders. Ich glaube, die Eva Wiedemann war noch da. Aber die hatte der Rufus damals. Und die Kati, wo ich den Nachnamen hatte auch der nicht Rufus. Aussprechen kann. Kati Stilagi, genau. Mhm. Die hatte auch der Rufus, aber da war noch jemand anderes dabei. Ich erinnere mich nur nicht mehr, wer das war.
Und du warst sogar definitiv vor mir, weil ich um die frühe Uhrzeit noch nicht aus dem Bett gekommen wäre. Ja, jetzt kommen hier die ganzen Insider kommen jetzt hier raus, ne? Die ganzen internen Informationen. Ja. Und ich denke, mit dem Can können wir für heute schließen, die Bude. Yes, und wir sehen uns ja eh morgen. Ja, wir lassen natürlich den Moritz nochmal die Outro machen. Die Outro, yes. Mein Gott. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jetzt nach 2 Jahren mal wieder. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch wenn es etwas anders war als beim letzten Mal. Obwohl mir das ganz gut getan hat von zu Hause, ist die Aufregung ein bisschen weniger als im Studio. Also hat Spaß gemacht. Ich werde, wenn es das Interesse besteht, gleich noch zum Discord gehen und Fragen beantworten, wenn noch welche kommen. Und wünsche euch erstmal, dass ihr gesund bleibt und euch nicht zu sehr langweilt in den nächsten Tagen. Und ja, bedanke mich noch herzlich. Danke dir, Moritz. Das war super spannend und ich bin auch so froh zu sehen, wie dein Stil sich evolviert hat und dass du jetzt Illustrator bist. Das ist so, so cool. Yeah. Ja. Super ja, cool. Schön, dass gemacht, ihr dabei Moritz. Wart, Freunde. Ja, und wir sehen uns alle morgen um 11 Uhr zusammen mit dem Can und einem Surprise Guest. Überraschungsgast. Es geht um eine ganz bekannte Person. Ja. Oh. Und wir werden uns da ein bisschen was zum Thema Lightroom mal ansehen. Okay. Das wird interesting. Also, bis morgen. Tschüss, Moritz. Genau. Tschüss, Community. Ciao. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.